Moin moin meine lieben Zuschauer, Wally am Start, herzlich willkommen zurück zu F1 23. Heute mal passend tatsächlich mit dem McLaren-T-Shirt hier zu unserer McLaren-Fahrerkarriere. Heute geht es nach Kanada. Wir haben die ersten 8 Rennen unserer Karriere hinter uns und ich muss sagen, da waren ja durchaus einige sehr spannende und vor allem auch sehr spaßige Rennen dabei. Mir macht diese Fahrerkarriere momentan richtig Laune und ich wollte die Gelegenheit kurz nutzen, nochmal Danke zu sagen auch an euch. Das Projekt schauen nicht so richtig viele Leute, aber diejenigen von euch, die es verfolgen, da freue ich mich immer, wenn ich einen netten Kommentar lese und Leute, die sich freuen, wenn ein neues Video kommt. Und insofern, auch wenn es nicht allzu viele sind, danke, dass ihr zuschaut. Wir hatten für Kanada auch noch 5 kleinere Upgrades in der Entwicklung. Alles nichts Großes, aber kleine Verbesserungen. Da sind leider nur 2 von erfolgreich gewesen. 3 sind wieder fehlgeschlagen. Aber immerhin haben wir ein kleines Upgrade für die Gewichtsumverteilung und die Reifenabnutzung dabei heute für Kanada. Tut aber in der Leistungstabelle hier eigentlich nichts. Die KI steht heute auf 106 und wir sehen uns wie immer im Qualifying. So, wir sind bereits eine Runde gefahren. Das war eine 10-8. Damit sind wir aktuell auf Platz 11 und Teamkollege Lando ist auf Platz 9. Also wenn das hier noch ein bisschen nach vorne gehen soll, dann muss die Runde jetzt sitzen hier, die zweite. Ja, nicht perfekt rausgekommen, aber schon mal ordentlich besser als in der ersten Runde hier, der erste Sektor. Oh ja, da liegt gutes Delta. Aktuell Lando und ich auf 11 und 12. Aber die zweite Runde hier ist jetzt bisher auf jeden Fall schon deutlich besser. Lando hat sich auch verbessert. Wir wissen allerdings nicht, auf welchem Platz. Schon eine halbe Sekunde Delta jetzt. Aktuell allerdings auch P13. Also da muss auch ordentlich Zeit noch zu finden sein. Sonst wird das hier nichts. Letzte Kurve jetzt nicht vergeigen. Oh, das wäre es fast gewesen. Aber das sind trotzdem knappe 6 Zehntel. Und damit sind wir P7. Die Frage ist, wo ist Lando? Also die erste Runde, die Delta-Runde, war nicht so richtig gut. Eine ganz, ganz enge Kiste. Wir müssen uns erneut Teamkollege Lando geschlagen geben in Kanada. 400stel haben gefehlt, also allein der kleine Rutscher in der letzten Kurve. Das hätte natürlich gereicht, dann wären wir vor ihm. Aber ich finde es erstaunlich, wie eng das mit uns beiden ist und wie oft wir wirklich genau beieinander sind und voreinander starten im Rennen. Okay, P6, P7 für McLaren. Mal gucken, wo es hier im Rennen hingeht. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Im Rest der Startaufstellung haben wir Sainz, Perez, Russell, Sparkles, Hamilton, Fernando Alonso, Ocon, Bottas, Hülkenberg, Magnussen, Albon, Norris, Tsunoda, Sargent, Joe, Stroll, Gasly und Nick de Vries. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Eine interessante Entwicklung, wie es aussieht, gibt es da tatsächlich doch noch einige Strafen. Ich weiß nicht, können wir das hier noch sehen? Nee, ne? Wahrscheinlich einfach wegen Teiletausch. Insofern hoffen wir natürlich sehr, dass der noch in die Punkte fahren kann. Ich meine, vor ihm ist ein Williams, 2 Haas, die sollte er ja irgendwie überholt kriegen. Und wir starten von P6, also doch eine ganz gute Ausgangslage. Und wir starten tatsächlich heute mal wieder mit den roten Reifen. Ich war zuletzt kein Fan mehr von den roten Reifen. Wir haben dann doch oft irgendwie andere Sachen gemacht. Wir nehmen heute mal wieder die roten Reifen und gucken mal, was wir damit machen können. So, um uns rum eine Mischung von Reifen. Perez ist auf gelben, Alonso ist auf harten, die anderen sind auf roten. Wir haben gut geparkt. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Und mit Landos Startposition Nummer 14, ja, müssen wir heute die McLaren-Fahne hochhalten hier. Wir versuchen unser Bestes. Wie immer. Und Russell knallt direkt mal hier in Perez rein. Übermotiviert in Kurve 1, der Kollege von Mercedes. Ja, Russell ist irgendwie, ich weiß nicht, mit dem hatte ich auch schon meine Problemchen im Rennen.
Der fährt irgendwie wie die letzte Wildsau. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie. Ich erinnere nur an den Start in. Boah, das war ein Manöver. Ich erinnere nur an den Start in Monaco, wo Russell uns ja auch ordentlich in die Seite geknallt ist, ne? Also der ist irgendwie ein bisschen übermotiviert, habe ich das Gefühl. Vielleicht ist das der Druck, gegen Lewis Hamilton bestehen zu müssen. Und deswegen geht der manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus. Wer weiß. Aber wir haben den Start gut gemeistert. Sind auf P5 erstmal. Wobei ich das Gefühl habe, die beiden Mercedes hinter uns, die sind ein bisschen zu schnell für uns heute. Auch in Spanien letztes Mal, da waren wir ja auch mit den Mercedes im Fight. Aber auch da. Boah. Eieiei. Auch da musste ich mich dann Hamilton und Russell geschlagen geben. Weil die einfach ein bisschen zu schnell waren. Und hier kommt jetzt auch schon wieder der Angriff von Russell und Hamilton gleichzeitig. Wir werden hier komplett in die Mangel genommen vom Mercedes-Team. Oh, scheiße. Okay, das war ein richtiger Code Brown-Moment. Ich weiß nicht, wie wir noch leben. Fast haben wir den Lance Stroll gemacht. Erinnert sich jemand ans Kanada-Rennen? Ist ja nicht allzu lange her. Da ist Lance Stroll, glaube ich, fast an der Stelle auch abgeflogen. Also nicht fast abgeflogen, sondern ist abgeflogen, aber ich glaube fast an der gleichen Stelle. Und hat sich dann ordentlich gedreht und ist geschlittert, aber hat irgendwie die Wände nicht berührt. Heilige, das war eine Nahtoderfahrung. Mal gucken, wie es mit Alonso aussieht, weil Alonso ist auf harten Reifen. Insofern können wir den ja vielleicht hinter uns halten. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 weichen Reifen. Er ist auf Rang 13. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,23,3. Ich würde mich natürlich gerne im DRS von den beiden Mercedesen halten. Das wäre richtig Premium, wenn wir uns da ein bisschen mitziehen lassen können. Ich erinnere nur an die verpasste Eisenbahn in Spanien. Da hat uns das wirklich Probleme bereitet, dass ich da den Anschlusszug nicht bekommen habe. Und dann hing Lando hinter dem schnellen Red Bull und ich kam einfach nicht dran. Jetzt haben wir leider das DRS schon verloren, also die beiden Mercedes-Jungs sind schnell. Da kann ich noch nicht richtig mithalten gerade. Und das, obwohl wir auch auf roten Reifen sind. Mein DRS ist auch schon fast leer. Also ich pushe hier gerade schon ordentlich, aber ich glaube, die Mercedes sind heute ein bisschen zu schnell für uns wieder. Stattdessen kommt jetzt Fernando Alonso von hinten und möchte Druck machen. Obwohl er harte Reifen hat. Dadurch, dass Lando auf P14 gestartet ist, haben wir natürlich heute gute Karten, trotzdem vor ihm zu landen, aber bin mir da nicht sicher, wenn Lando bei uns gestartet wäre, ob der uns nicht dann heute auch besiegt hätte. Ich weiß nicht, ob meine Pace da reichen würde. Vielleicht machen wir heute mal eine neue Strategie, die wir noch nie gemacht haben. Und fahren mal rot-weiß. Jetzt kommt Alonso vorbei, da kann ich nichts machen. Ich habe kein ERS mehr. Boah, fast die World of Champions geküsst. Und das, obwohl wir gar kein Champion sind. Ah, ich bin am Struggeln. Ich bin ganz ehrlich, ich bin am Struggeln. Jesus Maria. Okay, auf deiner MFA findest du eine brandneue Rennstrategie. Sieh sie dir mal an. Ja, er denkt sich auch schon, das wird hier nichts. Ich kann dir aber leider nicht anzeigen, dass es irgendwie verbuggt wieder anscheinend. Aber ich vermute mal, dass er auch sich denkt, okay, nee, das wird hier nichts mit den roten Reifen. Die Abnutzung ist zu groß. Ich habe wirklich Probleme gerade. Ich glaube, wir sind heute froh, wenn wir noch in den Punkten landen, glaube ich. Ich struggle mit dem Auto, ich struggle mit dem Grip. Und ich habe auch nicht die Pace, um mitzugehen mit den Jungs da vorne. Hammett ist schon 5 Sekunden weg. Er ist auf Rang 13. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,6.
1,6? Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Was ist denn 1,6 für eine Rundenzeit, Lando? Ich will auch 1,6 fahren. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Okay, wir gehen rein. Geht in Ordnung. Harte Reifen beim nächsten Boxenstopp. Hamilton und Russell sind halt 5-6 Sekunden weg. Alonso mit den Harten auch deutlich schneller. Bin froh, dass wir hier P8 noch irgendwie halten konnten bisher. Und wir gehen jetzt mal rein und holen uns frische Harte in Runde 11. Und mit denen fahren wir dann zu Ende und gucken mal. Also heute mal rot-weiß. Haben wir so noch nicht gemacht, die Strategie. Warum muss ich jetzt hier noch 3 Sekunden warten? Wegen dem Haas oder was? Mann, Jungs. Jetzt machen wir ordentlich ein bisschen Druck. Versuchen natürlich, dass wir nicht irgendwie overcuttet werden. Wobei in dem Spiel gefühlt eigentlich der Undercut eher stärker ist als der Overcut. Insofern hoffen wir mal nicht, dass Lando irgendwie vor uns rauskommt oder so. Ich glaube, Lando hing da sowieso in dem Verkehr hinter den Haas fest und so, deswegen. So, Lando ist jetzt drin. Okay, Lando, dann wird's jetzt. An die Box. Lando an der Box. Dann wird's jetzt interessant, wo wir rauskommen. Ah, wir kommen easy vor Lando wieder raus. Nee, nee, alles gut. Also heute holt uns Lando nicht über die Box. So, P13. Alonso war auch schon drin, der hat sich gelbe geholt. Der fährt also weiß-gelb. Der dürfte dementsprechend zu schnell sein für uns. Ich glaube nicht, dass wir da rankommen. Weil er jetzt die besseren Reifen hat. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,15,7. Jo, und da ist er reingegangen und da gehen auch eine ganze Menge anderer Leute rein. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,15,4. Ja, und auf welchem Platz ist Lando? Das hat er mir jetzt nicht gesagt, oder? Wirkt so, als wird das heute nicht ein besonders spannendes Rennen. Vor allem natürlich auch, weil Lando hinten starten musste. Sonst hätten wir bestimmt wieder einen schönen Fight gehabt mit dem. Und ich glaube, für Alonso vor uns sind wir zu langsam, um da ranzukommen. Und für die hinter uns sind wir zu schnell, als dass die rankommen könnten. Insofern gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt hier noch 10 Runden lang relativ alleine durchs Feld fahren. Hat so ein bisschen Imola-Charakter, da war das so ein bisschen ähnlich, das Rennen. Da waren wir auch so für uns unterwegs und ist nicht allzu viel passiert. Aber wir haben solide ein paar Pünktchen mitgenommen fürs Team. So fühlt sich das hier heute in Kanada auch an. Die Abstände werden nach vorne und nach hinten größer quasi. Insofern wird sich da nichts mehr tun, oder? Ja, vielleicht kommt da noch ein bisschen Würze rein. Vielleicht gibt es ja noch ein DNF oder ein Safety Car von irgendwem. Oder vielleicht war ich noch in die Wand. Man weiß ja nie, aber wenn das so weitergeht, dann immerhin auch wieder ein Rennen, wo ich ein bisschen mehr schneiden kann, weil nicht so viel los ist. Wird das Video wieder ein bisschen kürzer. Ist auch okay. Ich meine, wenn wir P8 hier nach Hause bringen, dann sind das ja immerhin ein paar Pünktchen. Also, solange ich jedes Rennen in den Punkten lande oder wir zumindest um Punkte fahren, bin ich erstmal zufrieden. Aber ich hätte natürlich auch gerne spannende Rennen. Also seitdem wir auf 35% Rennlänge fahren, müssten eigentlich Safety Cars möglich sein, aber wir haben trotzdem noch kein einziges gehabt bisher, ne? Tsunoda leider hinter uns. Insofern hat das keine Auswirkung auf unser Rennen. Zumal es auch kein Safety Car gibt.
Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 11. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,13,9. Ja, Lando ist auf 11, allerdings die Punkte P10 sind auch sehr weit weg. Insofern wird er wohl auch keine Punkte mehr holen können. Insgesamt tatsächlich vielleicht das bisher unspannendste Rennen der Saison. Es fehlt halt zum einen der Teamkollege, mit dem wir sonst immer so schön fighten, und zum anderen sind wir einfach komplett in unserem ganz eigenen Abschnitt auf der Strecke, ey. Also mit Alonso und den Mercedesen war heute gar keine Chance mitzuhalten. Die sind deutlich zu schnell für mich. Aber alle hinter mir kommen auch nicht ran. Also ich habe wirklich so meinen ganz eigenen Slot auf der Strecke heute. Ich hätte euch gerne Action und Unterhaltung geboten. Vielleicht nächstes Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wo geht's denn nächstes Mal hin? Ich glaube Österreich, ne? Ist ja ganz normal, ne? Manchmal ein bisschen mehr Action, manchmal ein bisschen weniger. Insgesamt muss ich sagen, war unsere Season bisher schon durchaus sehr, sehr spannend. So, und damit geht es auch schon in die letzte Runde hier in Kanada. Also die rot-weiße Strategie hat funktioniert soweit. Ich glaube, mit einer anderen Strategie wären wir jetzt auch nicht unbedingt besser. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das ist einfach heute wirklich eine Frage der Pace. Also die Alonso-Pace kann ich einfach nicht mitgehen. Und von hinten waren wir aber auch nie gefährdet. Also ist nie irgendwer mal ein bisschen näher gekommen oder so. Ein wirklich unspannendes Rennen. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Not great, not terrible, aber ein paar Punkte für McLaren. Hauptsache Max Verstappen fährt von der Pole Position auf P3, verliert also gegen die beiden Ferraris einen Platz. Und der Kommentator sagt, fantastisches Rennen von Max Verstappen, mein Fahrer des Tages. Ja, P8, P11 für die beiden McLarens. Lando konnte sich tatsächlich ein paar Plätze nach vorne arbeiten, aber Punkte gibt es trotzdem keine. Und wir haben Plätze hergeben müssen, nehmen immerhin 4 Pünktchen mit. Das war wirklich heute einfach nur Pflichterfüllung. Und in der Konstrukteursrangliste, haben wir Aston Martin aktuell noch ganz gut in der Tasche. Aber wenn wir bis Ende der Saison vielleicht noch um Platz 3 mit Mercedes fighten wollen, dann müssten wir uns langsam ranhalten. Wir haben jetzt noch ein Event in der Marketingabteilung. Für viele F1-Fans sind sie derzeit in einer Favoritenrolle für den diesjährigen Titel. Was? Wie bitte? Perez oder Hamilton? Ha, Junge! Anscheinend sind wir Favorit für den Titel dieses Jahr. Das wäre mir neu. Dann nehmen wir am ehesten mal Hamilton. Charles Leclerc 186, Max Verstappen 166. Wäre mir neu, dass wir hier um den Titel fighten dieses Jahr, aber das war's für heute. Nächstes Mal geht es nach Österreich. Ich freue mich drauf. Ist auch, glaube ich, wieder ein Sprintwochenende. Und bis dahin erstmal alles Gute. Euer Walle. Bye, bye.